Wo es jetzt gerade Herbst wird, nehme ich Sie heute einmal mit in mein Terrassenzimmer und Sie können ein bisschen rausschauen, was man sehen könnte, wenn man sich umdrehen täte. Heute geht es um das Thema Vitamin D und was hat Vitamin D eigentlich mit Covid-19 zu tun und warum ist das eigentlich im Winter ein Thema? Seien Sie gespannt! Es gibt mittlerweile 14 Studien, die uns zeigen, hochaktuell, welche Bedeutung und Wirksamkeit das Vitamin D für unser Immunsystem hat. Sie wissen natürlich alle, Vitamin D hat was mit dem Knochen zu tun, hat was mit dem Kalziumstoffwechsel zu tun, hat vielleicht, wissen Sie davon, auch etwas zu tun mit der Herz- und Infarkthäufigkeit, mit der Hirninfarktgröße, mit der Regenerationsfähigkeit des Schlaganfalls, mit der Blutdruckregulation, aber es hat vor allen Dingen auch etwas damit zu tun, wie aktiv Ihr Immunsystem ist. Das hat Bedeutung für Autoimmunerkrankungen, dazu gehören sowas wie Rheuma oder auch Multiple Sklerose zum Beispiel oder Schuppenflechte als ganz wesentliches Thema. Und dazu gehört natürlich auch, wie unser Körper angepasst oder überschießend auf Virusinfektionen reagiert. Also zum Beispiel auf die Grippeimpfung oder auch auf die SARS-CoV-2-Infektion. Und da hat man sich gefragt, Sie wissen ja schon aus vorigen Videos, dass Vitamin A und auch Vitamin C und auch die mitochondrialen Kofaktoren eine ganz wesentliche Rolle dabei spielen und dass auch Vitamin C-Infusionen durchaus einen Zytokinsturm vermeiden können. Aber diese 14 Studien, die es jetzt hochaktuell gibt, die belegen auch, dass man auch über Vitamin D diesen Zytokinsturm reduzieren kann. Dabei hat man gar nicht so tief in die Trickkiste geguckt, sondern man hat den klassischen Grenzwert, der ja hier in Deutschland im Sommer bei 30 Nanogramm pro Milliliter liegt. Das ist also die unterste Norm des Normbereichs genommen und hat das verglichen mit denen, die drunter lagen und hat gesehen, dass allein schon der Nachweis überhaupt sich an diesem Virus zu infizieren in der Gruppe derer, die also gut aufgestellt waren, bei nur 9,7 und bei den anderen, die drunter lagen, bei 20% lag. Und Sie wissen ja, 80% derer, die mit dem Covid-Virus infiziert werden, haben gar keine Symptome. Die kriegen das überhaupt nicht mit. Aber es ist auch so, dass 80% der 20, die sich eben doch mit Symptomen dieser Erkrankung stellen müssen, Probleme mit dem Nervensystem bekommen, sowohl im Hirnbereich als auch mit Kopfschmerzen, als auch mit Muskelschmerzen. Und diese Studien zeigen eben, dass auch der Verlauf, also die Sterblichkeitsrate, der Zytokinsturm, der Anstieg der CRP-Werte im Grunde genommen in einem doch deutlichen Zusammenhang, man spricht hier von Signifikanz, zum Vitamin-D-Spiegel stehen. Und man hat nicht geguckt, ob ein Wert von 50 Nanogramm, wie wir es ja von der Hirninfarkt-Situation wissen, oder die mehrmalige Einnahme der Vitamin-D-Dosierung pro Tag, die notwendig sind, um einen Wert von 30 oder 50 Nanogramm pro Milliliter zu erhalten, oder bei Autoimmunerkrankung von 75 Nanogramm pro Milliliter zu erhalten, nicht noch zu besseren Ergebnissen führen würden. Aber warum ist das jetzt im Winter ein Problem? Es ist so, dass wir ja eine Erdachsenneigung haben. Und das führt dazu, dass wir Sommer und Winter haben. Und das liegt ein bisschen daran, wie stark oder mit welchem Winkel im Grunde genommen die Sonne auf die Erde trifft. Man spricht da von einem sogenannten UV-Index. Und wenn der unter 3 liegt, und das ist ab dem 15. Oktober so, dann können Sie sich zwar in der Sonne wärmen, Sie können auch Ihre Haut bräunen, aber Sie können kein Vitamin D produzieren. Und das ist mit ein Grund dafür, warum in den Wintermonaten bestimmte Erkrankungen einfach deutlich häufiger auftreten und auch intensiver auftreten als im Sommer. Natürlich halten wir uns im Winter auch in geschlossenen Räumen auf. Natürlich lüften wir vielleicht auch nicht so toll. Natürlich kommen wir uns dabei auch näher. Sie wissen, das sind alles die Regeln, die wir ja nun inklusive Schnutenpulli für uns sozusagen realisieren. Aber jetzt haben Sie auch noch eine biochemische Erklärung, warum der Sommer einfach gesünder ist in diesem Sinne als der Winter. Und was machen Sie jetzt? Sie sollten sich Ihren Vitamin-D-Spiegel bestimmen lassen.
Sie sollten eine bestimmte Menge, wenn er nicht stimmt, eine bestimmte Menge an Vitamin D an aufeinanderfolgenden Tagen einnehmen. Dann haben Sie eine Summe X, meinetwegen 100.000 Einheiten eingenommen. Dann warten Sie ein, zwei Tage, damit sich das auch im Blut und im Gewebe verteilen kann. Das ist ja ein fettlösliches Vitamin mit Hormoncharakter. Und dann lassen Sie wieder messen. Und dann sehen Sie einen Unterschied und dann können Sie sagen, 100.000 Einheiten haben bei mir so und so viel Nanogramm gebracht, also muss ich, um zum Ziel zu kommen, wahrscheinlich noch so und so viel internationale Einheiten nehmen. Und dann können Sie auch abschätzen, wie ist denn wohl meine tägliche Erhaltungsdosis. Gut, dass die Wissenschaftler sich endlich mal Gedanken darüber machen, welche natürlichen Substanzen wirklich für uns wichtig sind. Und 14 aktuelle Studien, die sich damit beschäftigen, sollten eigentlich jeden, der Vitamin D für einen Hype hält, entlarven. Bleiben Sie gesund.